Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin Wi-Fi Battle. Es tut mir ausgesprochen leid, dass dieses Video so lange auf sich warten ließ, aber Weihnachtszeit bedeutet leider auch Überstundenzeit bei mir auf der Arbeit und gerade diese Woche war richtig heftig für mich, deswegen hatte ich leider auch keine Gelegenheit mit euch, liebe Leute, da draußen zu spielen und ja, deswegen war es ein bisschen videoärmer, diese Woche aber langsam reguliert sich alles wieder in die Normalität heran, die nächste Woche soll dann wieder viel, viel produktiver sein, aber egal, kommen wir zum Kampf heute, denn der ist ein bisschen spezieller, fand schon vor einer ziemlich langen Weile statt und ich wusste nicht so richtig, ob ich ihn hochladen sollte oder nicht, habe mich dann früher dagegen entschieden, weil ich eben ein anderes spannendes Battle hatte, aber heute fehlt mir leider aktuelles Material und da habe ich mal so ein bisschen in der Kampfkamera durchgeguckt, welche Kämpfe ich denn noch habe, die man hier gut präsentieren kann und wie gesagt, dieser Kampf ist ein bisschen was Spezielles, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr unterhaltsam. Gucken wir uns mal das Team an, mit dem ich heute an den Start gehe, ist ein Ennio-Team, wurde gebaut, als ich frisch mit Ennio angefangen habe, deswegen ist es noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, fehleranfällig an einigen Stellen, aber trotzdem hat das ziemlich gut funktioniert. Wir haben mit ein Sandama, ein Admurai, ein Garadax, ein Landhorn, ein Karadonis und ein Sichlor. Dazu muss man sagen, jedes Pokémon in diesem Team ist offensiv ausgelegt, auch das Landhorn und das Sandama, beziehungsweise sie werden schon ein bisschen was tanken können, aber das Landhorn zum Beispiel mit einem mäßigen Wesen, einem kompletten Investment in den speziellen Angriff, der Damage wird sich also auch hier ziemlich gut sehen lassen. Ein relativ effektiver Volt-Turn-Kern bestehend aus Sichlor und eben den Landhorn. So kann ich ziemlich gut meinen Garadax zum Beispiel reinwechseln, um vielleicht ein gutes Setup fahren zu können mit der Bauchtrommel, also für den Fall, dass der Gegner hier in diesem Matchup zum Beispiel sein Giflor reinwechselt in das Landhorn, was eben der beste Switch-In höchstwahrscheinlich sein wird, dann kann ich das Ganze als ziemlich gute Setup-Möglichkeit nutzen. Karadonis war eins der Pokémon, die ich fast in jedes Ennio-Team mit reingebaut habe, ist ein extrem starker Lead, kann alles im Grunde ziemlich hart ankratzen mit einem Step-Nahkampf und selbst wenn der Gegner schneller sein sollte, wir haben ja die Robustheit, werden also einen Hit auf jeden Fall tanken können und Sachen, die schneller sind als wir, sind meistens nicht ganz so robust und ja, da wird es auf jeden Fall schwer sein, für den Gegner mit einer positiven Schadensbilanz aus diesem Matchup rauszukommen. Spiele ich hier tatsächlich mit der Prunesbeere, weil ich zu dem Zeitpunkt irgendwie die Angst hatte, dass in jedem Team ein Smogmod drin ist und mit dem Ehrlich würde mich das einfach extrem nerven und so kann ich dem mindestens einmal entgehen und habe eine Garantie, dass am Ende der Runde das Karadonis immer noch mit mindestens 1 KP steht und das ohne Staatsveränderung. Deswegen vielleicht ein bisschen suboptimales Set, aber für den Zeitpunkt hat es einfach sehr, sehr gut für mich funktioniert. Sandama hier das Pokémon, das mir die Hazard Control bringt, mit dem Turbodreher und auch die Tarnsteine rauslegen kann, ist auf der physisch-defensiven Seite ziemlich bulky, wird also auch ein paar Hits einstecken können, trägt dazu auch noch den Beulenhelm, um passiv Schaden auf die andere Seite rüber wachsen zu lassen. Auch mit einer Base-Attack von 100 kann das Ding auch schadenstechnisch ziemlich gut austeilen, entweder mit dem Erdbeben oder mit einem Abschlag. Abschlag hauptsächlich für so Sachen wie Xatu, welche eben ein ziemlich guter Switch-In in die Tarnsteinleger dieses Tiers sind. Und würde ich das Team heute bauen, würde ich Sandama höchstwahrscheinlich gegen ein anderes Pokémon austauschen, das ähnliche Aufgaben erfüllen kann, denn die spezielle Defensive und die Initiative vor allen Dingen sind von Sandama ziemlich schlecht und ja, da ist es manchmal schwer, mit diesem Pokémon großartig viel in ein Match zu reißen. Das letzte Pokémon im Team ist Admurai, hauptsächlich dafür da, um einfach die Aeroptrix-Schwäche ein bisschen ausgleichen zu können, komplett physisch offensiv mit dem Zauberwasser als Item. Da sollte die Wasserdüse auf jeden Fall sehr, sehr wehtun, hat dazu auch noch die Gelegenheit, ein Setup zu fahren mit dem Schwertanz. Also ein wirklich offensives Team heute auf meiner Seite, ziemlich beginnerfreundlich, weil man einfach Fred nach Fred rauslegt und probiert einfach den größtmöglichen Schaden anzurichten. Man muss halt nur gucken, wo man am besten die Gelegenheit bekommt, mit einem Pokémon das Setup zu fahren, denn wenn einem das gelingt, kann es schon fast das GG bedeuten. Aber auch der Gegner bzw. die Gegnerin hat ein sehr interessantes Team heute mit an den Start gebracht, bestehend aus Giflor, Lepumentas, Hariyama, ein Fuzzersnob, ein Pokémon, das ich vorher noch nie wirklich effektiv gesehen habe, deswegen habe ich im Kampf auch die ganze Zeit nachgucken müssen, welche Moves lernt das oder was sind viable Sets davon, also auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Pokémon, ein eigenes Admurai und ein Xatu, also vom Matchup eigentlich zu meinen Gunsten. Ich kann mit Garadax sweepen, sofern ich das Lepumentas bzw. das Giflor so ein bisschen angekratzt bekommen habe. Natürlich vorausgesetzt, ich kann vorher die Bauchtrommel irgendwann safe einsetzen, aber dann kann ich mit dem Turbo-Tempo ziemlich guten Schaden machen, beziehungsweise sehe nicht, dass der Gegner irgendwelche großen Resistenzen dagegen hat und keine Resistenz gegenüber einem Turbo-Tempo bedeutet bei plus 6 und Garadax mit harten Wesen meistens schon das GG. Mein Sichlor wird ebenfalls sehr, sehr viel in diesem Kampf machen,
wird schneller sein als das gesamte gegnerische Team, außer da ist irgendwo ein Wahlschalt-User versteckt, aber sehe ich momentan in den Team-Preview nicht unbedingt. Und die anderen Pokémon haben ebenfalls hier und da ein ziemlich gutes Matchup. Das Landhuhn wird ebenfalls sehr viel Druck aufbauen können, denn ich kann alles sehr effektiv treffen, außer das Hariyama. Und mit der Offensivweste werde ich von Gifloor bzw. von dem Lepomentas auch den ein oder anderen Angriff gut tanken können. Aber ich will hier nicht allzu lange labern, denn ihr seid hier, um ein spannendes Pokémon Oras Wi-Fi-Battle zu sehen. Und genau das wird er bekommen. Deswegen viel Spaß dabei. So, das Match fängt an und wir leaden an dieser Stelle erstmal unseren Sandama für den Fall, dass der Gegner die Tarnsteine früh rauslegen will, können wir die relativ zeitgleich wegspinnen und schon mal ziemlich guten Druck aufbauen, denn die offensiven Kräfte von Sandama darf man nicht unterschätzen und das einzige Matchup, das ich hier nicht unbedingt sehen will, ist gegen Gifloor und das habe ich hier als Lead nicht unbedingt predicted, aber was ich ebenfalls nicht predicted habe, ist, dass der Gigasauger auf dem Xatu gespielt wird. Ich wusste nicht mal, dass Xatu Gigasauger lernt, denn eine Psychokinese hätte ich noch einigermaßen gut weggesteckt und hätte damit einen Abschlag zum One-Hit-KO ansetzen können, aber der Gegner trägt auch eine Burlibe und kann somit den Unlichtschaden ein bisschen dezimieren. Ich bin gezwungen rauszuwechseln, habe mich dann für mein Sichlo entschieden. Für den Fall, dass der Gegner weiter auf den Gigasaur geht, werde ich das ultra gut wegstecken können. Der Gegner lässt sich aber nicht lumpen, wechselt die Attacke und geht auf die Psychokinese, die ziemlich guten Schaden macht. Das zeigt mir so ein bisschen, dass das Xatu höchstwahrscheinlich offensiv gespielt wird. Also wirklich sehr, sehr interessante Züge ganz am Anfang und leider auch zugunsten des Gegners hat auf jeden Fall schon viel bewirken können und hier wechselt er auch sein Hariyama in das Sichlor rein. Ein bisschen riskant gewesen, ich hätte auf das Aeoras gehen können, aber der Gegner hat gut predicted und hat die Kehrtwende erwartet und jetzt muss ich mal gucken, wie ich dieses Hariyama handeln kann. Das Problem ist, auf dieser Range werde ich wahrscheinlich mit meinem Pokémon, außer mit Sichlor, das Ding nicht One-Hit-Kioen können. Ich habe deswegen Sandama reingewechselt in der Hoffnung, dass ich sein Xatu nochmal reinzwingen könnte, weil er erwartet, dass ich auf die Tarnsteine gehe und dann eben mit dem Abschlag zum Finish ansetzen kann. Leider bleibt der Gegner drin, ich kriege die Tarnsteine nicht raus, aber immerhin mit dem Boy kriegen wir guten Schaden auf diesem Hariyama drauf. Ist zwar nicht unbedingt wichtig, weil ich sowieso in mein Sichlor rauswechseln will und auf das Aeoras gehe, denn ich glaube, mit dem Käfer kann ich hier extrem effektiv arbeiten. Der Gegner hat so gut wie keine Antwort darauf, außer vielleicht sein Atmurai, denn das wird auf jeden Fall einen Move tanken können und wenn es irgendwie offensiv investiert ist, wovon ich ausgehen muss, wird es auf jeden Fall ein bisschen gefährlich sein. Der Gegner geht aber direkt in sein Lepomentas raus und im Nachhinein betrachtet ist das ein ziemlich guter Play gewesen, denn so kriegt er garantiert die Tarnsteine raus. Mein Spinner ist leider weg und Tarnsteine machen hier einfach extrem viel. A, kann die Robustheit von meinen Karadonis angekratzt werden, das heißt, so ist das quasi eine relativ nutzlose Fähigkeit für mich und der Gegner hat noch relativ schnelle Pokémon in seinem Team, das heißt, da wird es ein bisschen schwieriger sein, was mit diesen Pokémon zu machen und B, ist es vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, denn ich habe nur die Kehrtwende als einzigen Käfer-Move auf meinem Sichlor und wenn ich das einsetzen sollte, wenn ich bei unter 50% bin, dann habe ich Sichlor im Grunde weggeworfen, das heißt, da muss ich gucken, dass ich noch ein bisschen was mit dem Käfer hinkriege. Ich kann mich zwar mit Ruhrort hochheilen, was ziemlich praktisch ist und vor allen Dingen das genische Lepomentas als Setup-Fodder hier nutzen, obwohl die Psychokinese ziemlich viel Schaden macht. Das zeigt mir auch ein bisschen, dass ein Lepomentas offensiv ist. Alle Pokémon, die ich als defensiv eingestuft habe, sind hier tatsächlich offensiv und er kriegt den Crit und zusätzlich dazu noch den Special Defense Drop. Das ist super ärgerlich, denn das bedeutet, dass ich mich mit dem Ruhrort nicht endlos lange hochheilen kann, da die Psychokinese jetzt mehr Schaden machen wird und ich bin gezwungen, das Lepomentas jetzt anzugreifen und das erlaubt dem Gegner in sein Atmurai rauszuwechseln und mich dann mit einer Wasserdüse zu killen. Dachte ich, aber der Gegner wechselt in sein Fuzzersnob raus. Ich dachte, nice, ich kann hier mit Sichlor gewinnen. Der Gegner wird höchstwahrscheinlich ein spezielles ohne die Wasserdüse sein, aber der Schock kommt zugleich. Wahlschall, Fuzzersnob. Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich wüsste, wie man Fuzzersnob im Endeffekt spielt, aber Wahlschall habe ich absolut nicht predicted. Aber immerhin wissen wir jetzt Bescheid. Es war ein bisschen traurig, dass wir Sichlor verloren haben. Trotzdem haben wir noch ziemlich gute Chancen, dieses Match zu gewinnen. Ich habe innerlich gehofft, dass der Gegner in sein Gifloor rauswechselt, was eben ein sehr, sehr guter Switch in das Landhuhn gewesen wäre. Denn so kriegen wir mit dem Voltwechsel erstmal die Switch-Advantage und das ist die perfekte Gelegenheit, mit meinen Gyarados ein Setup zu fahren. Ich muss nur hoffen, dass die Matschbombe nicht zu viel Schaden macht oder dass wir nicht die Vergiftung bekommen, denn wie gesagt, Gyarados ist nicht ganz so bulky und Gifloor hat auch ziemlich gute offensive Möglichkeiten. Wir haben ja gesehen, alle defensiven Pokémon, die ich beim Gegner predicted habe, sind eigentlich offensiv. Das heißt, hier habe ich so ein bisschen geschwitzt von wegen, bitte lass das Gifloor nicht komplett offensiv sein, was vielleicht kommen würde. Also ich wurde schon ziemlich oft überrascht in diesem Kampf. Insofern, ja, wir gehen auf die Bauchtrommel. Wir sind leicht defensiv investiert und ja, wir überleben es und keine Vergiftung. Das sollte eigentlich Game sein, denn mit dem Turbo-Tempo sollten wir alles im gegnerischen Team
Team One-Hit KO'en können, außer es kommt sowas wie Boyenham Admiral. Wir wurden ja schon oft genug in diesem Match überrascht. Oder es kommt einfach der Sporenwirt mit der Vergiftung. Ich meine, wie wahrscheinlich ist das denn? Selbst die Paralyse wäre hier sogar okay gewesen, weil wir ohnehin Priorität mit unserem Turbo-Tempo haben. Aber jetzt kann der Gegner einfach sein Xato hier sacrificen und wir gehen an der Vergiftung zugrunde. Es ist schon beinahe gruselig, würde ich fast sagen, wie viele Steine uns einfach in den Weg gelegt werden. Mit dem Sichlor hätten wir gewinnen können, jetzt hier mit dem Garadax hätten wir gewinnen können und ja, mit super wenig Wahrscheinlichkeit wurde uns das so ein bisschen genommen, aber trotzdem haben wir noch eine relativ gute Chance zu gewinnen, denn unser Landhorn kann auf jeden Fall einen Pokémon jetzt besiegen, egal für welches der Gegner sich entscheidet. Beides wird sehr effektiv von einem Voltwechsel getroffen und einen Angriff sollten wir auf jeden Fall überleben, denn Landhorn ist super bulky. Wir haben auch sogar ein leicht defensives Investment, außer wir kriegen einen Crit-Up von der Rückkehr. Wow, einfach die dritte Win-Condition einfach weggehext worden. Das ist wirklich, ich habe schon beinahe zum Telefon gegriffen, um die Geisterjäger zu rufen. Irgendwas muss hier nicht stimmen. Wir haben immer noch eine minimale Chance zu gewinnen. Wir können hier das Fuzzersnob ziemlich gut ankratzen, so dass es in der Range von einer Wasserdüse ist, auf die ich jetzt gegangen bin. Ich habe gehofft, dass der Gegner so ein bisschen misplayt und das Fuzzersnob hier drin lässt, aber er spielt leider richtig, wechselt sein eigenes Admurai rein, was der Wasserattacke interessiert. Wir machen aber trotzdem ziemlich guten Schaden an dieser Stelle und die einzige Chance, hier dieses Match zu gewinnen, ist, dass ich jetzt nochmal rauswechsle, mein Karadonis, hoffentlich eine Attacke tanke, vielleicht geht der Gegner auch auf eine Wasserdüse, das werde ich auf jeden Fall überleben. Leider geht er auf die Hydro-Pumpe und trifft die Hydro-Pumpe auch. Wir werden gleich sehen, er ist komplett spezial, offensiv orientiert, mit einem Lehmorb sogar. Das heißt, da hatten wir absolut keine Chance, diesen Angriff zu überleben. Ansonsten hätten wir einfach mit Karadonis das Admurai besiegt, mit einem Nahkampf und dann hätte die Wasserdüse von unseren Admurai auch das generische Fuzzersnob geregelt. Ich habe hier noch ein bisschen gehofft, vielleicht ist er nicht komplett in die Initiative investiert, sodass wir mit einem Feelender vielleicht das Admurai rausnehmen können. Wahrscheinlich würde es nicht reichen, aber naja. Schade. Wir hatten alle Chancen der Welt, aber die Götter wollten einfach nicht, dass wir gewinnen. Aber trotzdem, GG, sage ich mal, liebe Peachy, beziehungsweise ich nenne dich lieber Bibi Blocksberg an dieser Stelle, mit so viel Hexerei, die passiert ist. Aber trotzdem, man sollte da nicht bitter sein. Ich fand es schon sehr, sehr lustig. Wir haben auch zwischendurch auf Twitter immer so ein bisschen geschrieben, sie hat sich einfach 10.000 Mal entschuldigt. Aber ich finde, man sollte sich da nicht schlecht fühlen, denn das gehört eigentlich zu Pokémon mit dazu. War halt nur super lustig, wie viel komprimiertes Pech in einem Match überhaupt stattfinden kann. Insofern, wie gesagt, wir haben alle gelacht und ich hoffe, auch ihr seid nicht irgendwie wütend oder rage so ein bisschen in den Kommentaren rum. Ich habe das Mikrofon angehauen. Ich hoffe, man hat das nicht allzu laut gehört. Nehmt das Ganze einfach mit Humor, denn wie gesagt, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gelacht und auch Peachy bzw. Carina heißt sie, glaube ich, auf Twitter, hat ja auch ziemlich gut gespielt. Also ich glaube, große Missplays gab es in diesem Match nicht. Ich glaube, ich hatte so ein bisschen die Matchup-Advantage. Insofern hat sich das Ganze, glaube ich, ein bisschen relativiert. Ich muss erstmal zusehen, dass hier nächste Woche auf jeden Fall Video lastiger sein wird. Wie gesagt, diese Woche war arbeitstechnisch einfach das absolute Chaos und ich hatte so gut wie gar keine Gelegenheit, mit euch zu spielen. Das soll sich nächste Woche ändern, deswegen freut euch drauf und wie immer an dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt, meinen Freundeskurs-Schild drin, meinen Twitter-Link und so weiter und so fort. Deswegen ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall. Und ich sag dann mal, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.